Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und wir gucken uns heute mal, ist ja in aller Munde, die Corona-Warn-App an. Und zwar gibt es die für iOS und Android. Nee, doch Huawei hat da noch ein paar Probleme, hat aber versprochen, in der nächsten Zeit zu lösen. Die App ist dafür da, um Infektionen zu identifizieren und diese zu unterbrechen. Die Daten sind angeblich sehr sicher und es ist halt eine freiwillige App. Es ist sogar freiwillig, anderen mitzuteilen, dass man jetzt Corona hatte. Muss man nicht machen. Und einfach aus diesem Grund ist auch keine Pflicht, diese App sich herunterzuladen. Wie man die sich jetzt runterlädt, zeige ich euch jetzt mal schnell mein Handy. So, wie lade ich mir die jetzt runter? Ich bin jetzt auf meinem Play Store und gebe hier einfach ein Corona-Warn-App. Und dann brauche ich hier nur noch auf Installieren klicken. Und schon wird die Corona-Warn-App installiert. Und schon fertig und dann hier auf Öffnen drücken. Genau, jetzt wisst ihr, wie man die runterlädt, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe Bluetooth an und lade mir die App halt herunter. Und damit die App funktioniert, brauche ich halt Bluetooth. Muss immer an sein. So, wenn ich jetzt in die Nähe von einer Person komme, die auch so eine App hat, dann tauschen die Handys untereinander Zahlencodes aus. Ja, und in den Codes sind Informationen versteckt, zum Beispiel, wie viel Zeit ich mit diesen verbracht habe und den Abstand, welchen ich mit dieser Person hatte, beziehungsweise eigentlich den Abstand zu Handy, nicht Person zu Person, ist ja logisch, ja. Genau, und diese Daten, diese Codes, die werden auch nach 14 Tagen wieder komplett gelöscht. Und genau, und wenn es jetzt dazu kommen sollte, also ich laufe jetzt hier 14 Tage rum einmal und jetzt habe ich mich tatsächlich mal angesteckt und möchte auch, dass andere das wissen, dass ich jetzt Corona habe oder Covid-19, dann kann ich diesen Test vom Arzt einmal per QR-Code hochladen, einfach in der App, ist easy. Denke ich. Ich hab's ja noch nicht ausprobieren können. Und dann wissen halt alle anderen in den vergangenen 14 Tagen, dass sie jetzt eine Begegnung hatten mit jemandem, der tatsächlich Covid-19 hatte. Das bedeutet immer noch nicht, dass man jetzt auch Corona hat. Das bedeutet bloß, dass man eine Begegnung hatte, weiter nichts. Dann kann es halt passieren, dass ich eine Warnung auf mein Handy bekomme, dann hat es halt ein anderer in den letzten 14 Tagen gehabt und möchte mir sagen, ey, ich hatte Covid-19, ich werde aber niemals wissen, wer das ist, denn ist ja alles geheim, also es sind nur Datenaustausch. Da wird dann halt eine Warnung kommen, wo nicht drin steht, also hier der Klaus, mit dem du dich hier vor 12 Tagen getroffen hast, der hat Corona, teste dich mal lieber oder so. Das wird total anonym passieren, denke ich. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Genau, und dann weiß man halt, jetzt sollte man wirklich mal langsam zum Arzt gehen und sich mal testen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Wir freuen uns auch immer wieder über Kommentare hier unter dem Video. Bis demnächst.